Autos aus Deutschland. Die Elektrobranche ist eine sehr vielversprechende Branche, in der es sich in Zukunft gegenüber anderen Nationen in Sachen Know-how zu behaupten gilt. Deutschland will dabei zum Leitmarkt werden und die Regierung plant, die Branche in den kommenden 2 Jahren mit 1 Milliarde Euro zu fördern. Um die Technologie allerdings wirklich serienreif zu machen, benötigt man rund 4 Milliarden Euro. Insgesamt sollen im Bereich Elektromobilität in den kommenden Jahren 1 Million neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Ziel der Regierung ist dabei klar. Bis 2020 soll es 1 Million E-Autos geben und bis 2030 könnten es 6 Millionen E-Autos sein. Im Rennen um Marktanteile und Erfahrung startet Volkswagen 2013 mit dem E-Up, einem 135 Kilometer die Stunde schnellen Stadtflitzer, durch. Der E-Up wird voraussichtlich eine Reichweite von 130 Kilometer haben und er ist in 11,3 Sekunden von 0 auf 100. Geladen werden kann das E-Auto über ein 230 Volt Netz. Das Laden wird um die 5 Stunden dauern. Interessant am E-Up ist das 1,4 Quadratmeter große Solarzellenpanel auf dem Dach. Ein klares Alleinstellungsmerkmal im Segment. Das Panel kann die Lüftung und die Kühlung des Innenraums im Stand übernehmen. BMW wagt ebenfalls 2013 mit dem i3 und den i8 den ersten großen Schritt in das Zukunftssegment Elektroauto. Der i3 ist ein aus Carbon hergestelltes Stadtauto und wird nicht unter 20.000 Euro zu haben sein. Gefertigt wird der i3 in Leipzig und seine leichte Bauweise unterscheidet ihn deutlich von seinen Konkurrenten. Gerüchten zufolge soll der i3 rund 150 km die Stunde schnell sein und eine Reichweite von 150 km die Stunde erreichen. Aktuell entfallen ein Drittel des Absatzes von BMW auf Kleinwagen, wie dem Mini und den einer BMW. In Zukunft sollen es rund 40% werden. Der i8 wird dann ebenfalls 2013 auf den Markt kommen und wird ein reiner Sportwagen sein. Der Preis dafür dürfte zwischen 74.500 und 85.700 Euro liegen. BMW-Chef Reithofer bekräftigt in einem Interview mit dem Fokus die große strategische Bedeutung der Elektroautos für BMW. Bei Daimler entwickelt man seit Jahren an der umgerüsteten A-Klasse, dem E-Cell. Der E-Cell hat eine Reichweite von mehr als 200 km und benötigt zum Laden der Akkus rund 16 Stunden. Die Maximalleistung des Kleinwagens liegt bei 95 PS und von 0 auf 60 beschleunigt der E-Cell in 5,5 Sekunden. In China will man mit einem Kooperationspartner ab 2013 eine Version der C-Klasse auf den Markt bringen. In Sachen Eigenentwicklung ist Daimler ganz weit vorn. So bestehen Partnerschaften mit Tesla und Evonik. Mit letzterem wurde die in Kamenz, Sachsen ansässige Litec Battery GmbH gegründet. Am Gemeinschaftsunternehmen hält Daimler 49,9%. Das Unternehmen will die europäische Nummer 1 unter den Herstellern von Lithium-Ionen-Batterietechnik werden. Mit aktuell 181 Mitarbeitern sollen ab 2013 3 Millionen Zellen pro Jahr produziert werden. Auch wenn die Asiaten durch Notebooks und Smartphones mit Lithium-Ionen-Akkus schon viel Erfahrung haben, könnten die deutschen Autohersteller aufholen. Denn die Autoakkus haben ganz andere Anforderungen. Der Bereich Lithium-Ionen-Akkus wird entscheidend im Kampf um Marktanteile im Segment Elektromobilität werden. Selbst wenn die Asiaten ihre Kompetenzen weiter ausbauen, so müssen wir wenigstens die Montage der Batteriezellen und die Steuerungselektronik nach Deutschland holen. Neben der asiatischen Konkurrenz wäre BMW-Vorstandsvorsitzender Reithofer nicht überrascht, wenn in 6 bis 7 Jahren eine Firma auf die Bühne tritt, die sich mit Elektromotoren und Leistungselektronik auskennt und mit einem Partner eine ganz neue Marke kreiert. Wir werden dieses Segment weiter für Sie im Auge behalten und Sie darüber informieren. Herzlichen Dank.